Sie sind nicht geflohen. Das verdient zumindest ein wenig Respekt. Sie hatten keine Zeit zum Fliehen. Kann ich das mal einschätzen? Sind die tatsächlich nicht weggelaufen oder sind die einfach, haben die aus Angst, sind die nicht weggelaufen? Oder wollten die uns tatsächlich bis zum Ende bekämpfen? Was ist da meine Einschätzung? Also, du bist der Meinung, dass die am Anfang wollten die euch töten? Die waren noch der Meinung, gerade wenn die Tauwaffen haben und Lasergewehre, das waren 40 Leute gegen eine kleine Gruppe von Space Marines, ja, selbst wenn die schwarze Rüstung anhaben, die waren sehr überzeugt davon, dass die das schaffen. Und irgendwann, vor allem als du dann aus der Decke gepurzelt bist und die gesehen haben, wie ein Sturmbolter funktioniert oder schwere Bolter, die sie dann eben zerfetzen, die Arme abreißen, die dann Gedärme an die Wand sprühen und Gehirne verteilen, da haben die dann doch gesehen, dass die einfach chancenlos sind, haben sich auf den Boden geschmissen, aber da war es einfach zu spät, ne? Habt ihr die einfach niedergemacht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt hier alle willig in den Tod springen wollten, sondern die haben halt gekämpft, aber mit der Überzeugung, dass sie auch gewinnen können. Ja, vor allem auch, das hat der Cryer herausgefunden, du siehst es auch an ihren hageren Uniformen, die haben einfach ihren Planeten beschützen wollen. Ja, nur weil man das Richtige tut, muss man ja nichts Gutes tun. Naja, Bruder, ich vermute, dass du sie zum Reden bekommst. Ich muss sie nur wach kriegen. Ich bin ganz ehrlich, mein Umgang mit unseren einfachen menschlichen Brüdern ist begrenzt. Und mit diesen Worten würde ich den vor mir mal mit meinem Servofuß anstoßen und ihm vermutlich dabei einen Knochen brechen. Ja, wenn du willst, kannst du auch mit deinem Servo-Fuß auf seinen Fuß drauftreten, dann ist er nämlich weg. Zumindest wird er wach und... Bruder, ich war erfolgreich darin, ihn zu wecken. Ich übergebe dir nun das Verhör. Ich packe ihn mir. Ich bin hier immer noch ohne Helm da und schaue ihm mit meinen finsteren Augen den Bart... Und wahrscheinlich immer noch so leichten Duft von Alkohol an. Du kannst den Urin riechen, der jetzt gerade sein Bein runterfließt. Menschling. Wir haben ein paar Fragen an dich und du wirst sie uns geben. Was wollt ihr von mir wissen? Zum einen, woher hast du diese Waffe, die du getragen hast und gegen uns geführt hast? Die hat uns ein Major gegeben. Ein Major? Ja, er tauchte hier vor 2 Tagen auf, sagte, wir sollen Stellung beziehen und dass ihr kommen werdet. Und ich wusste nicht genau, was kommt so. Und er sagte, ihr kommt, um den Planeten zu zerstören. Wir zerstören? Ja. Hat der Major einen Namen? Der hat sicherlich einen Namen. Dann sag ihn mir, du Wurm. Ich würde ihn mal einschüchtern. Er heißt Chogat. Meine Lords, er ist Chogat. Wo finden wir den? Er ist sicherlich in der Nähe vom Verwaltungsdistrikt. Erst mal im Verwaltungsdistrikt. Zumindest kam er von dort. Und er wollte noch anderen, von der PVS, wollte er noch. Er hatte viele von diesen Waffen auf seinem. Ich bin einfach der beste Schütze. Ich weiß doch nichts. Ich bin einfach der beste Schütze und sie haben gesagt, wenn wir euch nicht bekämpfen, dann nehmt ihr uns den Planeten weg. Ich komme so ein bisschen näher mit meinem Gesicht an ihn heran. Wir nehmen euch den Planeten weg. Was haben sie gesagt? Das ist unser Planet. Und ihr verbündet euch mit den verräterischen Xenos. Wie? Wieso denn mit den Xenos? Ihr habt mit einer dieser Waffen geschossen. Und direkt auf uns. Von Xenos weiß ich nichts. Die Tau? Ich weiß nicht, was ihr meint. Rede. Ich habe einfach die Waffe bekommen und sie sagten dir, ich soll auf euch schießen. Ich weiß nichts von Tau. Kenn mich doch nicht aus. Verdammt, wir sind in Quarantäne. Ich weiß nicht, was da draußen vor sich geht. Und deswegen legt ihr den
glauben an unseren Imperator. Wie heißt dein Hauptmann? Ihr meint den da drüben? Den Hauptmann von deinem HF. Das ist ja. Der. Er deutet auf den mit dem zerstörten Kopf. Und was ist dein Name? Vashtas. Hauptmann Vashtas. Nicht der, den ich suche. Wo finden wir eure Führung? Meint ihr den Major? Noch darüber. Der Major ist garantiert nicht der Oberbefehlshaber der gesamten Gruppen eures Hives. Naja, wir haben den Makropolenhauptmann, wenn ihr den meint. Der führt die Höllenmark. Er ist nicht so. Also den Gouverneur gibt es. Wir haben hier keinen Gouverneur. Der saß ja früher im Turm bei den Granitfürsten, aber den haben wir nicht mehr. Und die Höllenmark regiert sich selbst, eben mit dem Makropolenhauptmann. Wie ist der Name? Bormart. Wo finde ich ihn? Im Verwaltungsdistrikt, in der Nähe vom Major sicherlich. Und der restliche Führungsstab? Was? Und der restliche Führungsstab? Die kenne ich alle eben nicht. Der hat bestimmt einen Führungsstab. Bestimmt, aber die kenne ich nicht. Wenn es irgendwelche Vox-Kommunikationen mit der Stadt gibt, dann spricht er das immer selber. Und von wenn er Minister oder sowas hat, dann weiß ich da nichts von. Hast du eine Karte vom Verwaltungsdistrikt? Nicht hier. Wo dann? Die werdet ihr sicherlich im Verwaltungsdistrikt finden. Hörte Tordal ein wenig ungeduldig knurren. Ey, ich passe nur auf diesen Untereif auf. Ich war auch nicht unterirdisch oder so. Ich kenne mich auch mit den Bergleuten da unten nicht aus. Ich bin einfach nur PVS-Mann. Ich soll den Planeten beschützen. Deswegen habe ich euch geschossen. Kämpft ihr gegen uns? Ja, wenn Space Marines auftauchen in schwarzen Rüstungen und uns wird gesagt, ihr schießt auf uns, und ich habe halt schon gesehen, wie Zivilisten von euch niedergerissen worden sind. Ihr seid keine, ihr seid nicht die Beschützer. Habt ihr noch Fragen, Brüder? Ich nicht, nein. Ey, lasst mich am Leben, ich habe euch alles gesagt. Schaut zu den anderen beiden. Ja, Krei würde einfach weggehen. Naja, ich würde nun nachladen. Und mit diesen Worten siehst du, wie ich an meinen Rucksack und anfange, was nachzuladen, aber das du nicht weiter beachte. Okay. Nun wirst du sterben im Namen des Imperators. Und der würde einfach zudrücken. Die Spannung geht aus dem Körper und er fällt, sackt nach hinten. Irgendwas ist hier unten drunter. Ich glaube nicht, Jungs, dass wir. Lasst uns weiterziehen. Also ich glaube, die wissen hier nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, wenn der Abschaum nicht einmal weiß, mit was für Waffen sie auf uns schießen, und es nicht einmal verleugnen, dass sie auf uns schießen. Ich glaube, die Feindpropaganda von den Tau ist ziemlich gut und stark, sodass vormals treue Imperiumsdiener hier zu solchen Schandtaten angeleitet werden können. Ihr könnt hören, wie wohl euer Vox ja ein paar störende, rauschende Signale von sich gibt und dann ein Fragment einer Nachricht, was so ankommt. Hier ist Sergeant Garnak. Schwere Verluste. Hilfe. Unter Wasser. Corbett. Ist das eine Astartes-Frequenz? Das ist Astartes-Frequenz. Aber keine Inquisitions- oder Deathwatch-Frequenz. Position. Unter Wasser. Es rauscht immer wieder, es knackt immer wieder. Habe ich irgendeine Möglichkeit, die Jungs zu orten? Oder ist mir das nicht möglich, weil ich nicht im Prinzip in deren... Also weil die keine Deathwatch-Mitglieder sind? Also mit Deathwatch kannst du halt immer mehr als das, was die üblichen Space Marines können, weil eure Maschinengeister einfach besser sind. Und eure Codes einfach besser sind als das. Aber du brauchst dafür trotzdem Auspecs. Wir sollten Kontakt zu unserem Schiff nehmen. Vielleicht können sie orten.
mit ihrem Bruder Sergeant, gebt uns eine Koordinatenbestätigung. Koordinaten folgen. Helft uns. Hat irgendjemand was mitbekommen, Brüder? Keine Koordinaten. Nur hilft uns. Können wir denn grob die Richtung anpeilen? Ja, also mittlerweile kommen auch Datenfragmente rein. Das ist jetzt kein Shortcode, aber so etwas wie ein abgerissener Standort. Ihr wisst nicht genau die X- oder Y-Achse, die fehlt, aber Z-Koordinate sagt, dass die wohl viele, viele Meter unter euch sind. Lasst uns verteilen, vielleicht können wir das Signal dann anpeilen mit einer Dreieckspeilung. Jawohl. Ich begebe mich nach unten. Wieder die Treppe, mein guter Freund. Ich schließe mich an. Ich nehme den schnelleren Weg. Ja, könnt ihr aus dem Fenster springen und nach einiger Zeit tauchen Wilhelm und Octavius auf der Straße auf und eure Bikes warten dort immer noch. Wilhelm, ich fahre 300 Meter Richtung Osten, du nach Westen und dann versuchen wir, den Kontakt wiederherzustellen und vielleicht können wir dann eine Dreieckspeilung machen. Naja, ich habe Vertrauen in eure technischen Fähigkeiten. Zumindest grob können wir dann die Richtung vielleicht bestimmen. Ja, ist ein guter Versuch. Jetzt so mit Triangulation, dann gebt mir mal einen Tech-Gebrauchwurf. Eure Auspecks sind halt nicht so gut, aber ihr könnt das Textfragment nochmal versuchen anzufordern. Und mit einem Tech-Gebrauch plus 30 könntet ihr Erfolg haben. Ich habe keinen Tech-Gebrauch und kann da auch nicht drauf würfeln dann. Korrekt, ich auch nicht. Ich auch nicht. Muss gerade übernehmen. Gibt es sonst irgendwas anderes, was ihr nehmen könntet? Sicherheit. Wenn ihr Sicherheit habt. Leider nein. F. Ich habe Tracking, aber ich glaube, das hat hiermit nichts zu tun. Das ist Spurenlesen, wenn du... Ja, das habe ich auch vermutet. Ja, da mir klar ist, dass ich damit nichts anfangen kann, würde ich auch einfach mal nach einem Zugang von nach unten suchen, während die draußen in der Landschaft rumsuchen. Ja, so Zugänge findest du. Da sind ziemlich große Brücken, die nach unten führen ins Innere. Also aktuell seid ihr, wie gesagt, noch an der Wasseroberfläche. Ihr seid weder nach oben noch nach unten abgebogen. Immer nur auf der Hauptstraße in Richtung des Kerns. Und du findest da auch Zugänge nach unten. Das geht. Mein Bruder... Auch wenn mir das Herz blutet, sollten wir unseren Auftrag nicht vergessen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, du hast eigentlich recht, aber einen letzten Versuch noch. Bruder Wilhelm, wie stark ist bei dir das Signal? Kannst du das an der Signalstärke, wie viel Prozent Signal kommt bei dir durch? Und das vergleichen wir mal mit meinem. Also bei mir kommen, ich sage jetzt mal, 37% Signalstärke durch. Und ich bin, glaube ich, nach Osten gefahren, oder? Ich würfel jetzt einfach mal hoch oder tief. Warte. Naja, ich denke, dass ich die Bedingung des Geräts nicht verstehe. Du hast eine 3 gewürfelt. 3 ist super. Ja, deswegen lüge ich dich auch nicht an. Also ich verstehe, dass ich es nicht kann. Deswegen, das war mein Verständnis. Mein anderer Ausgang wäre gewesen, ich hätte dir gesagt, 20%. Ich will einfach nur rauskriegen, wer von uns beiden das Signal stärker oder besser empfängt. Ich befürchte, dass wir beide vermutlich gleich nah dran sind, weil die sind vermutlich 1-2 Kilometer unter uns. Ja, wenn es nur... Ja, kann schon sein. Also mit der 3, okay, es ist ein guter Wurf. Auch wenn deine Intention eine andere war. Wilhelms Signal in beliebige andere Richtung ist schwächer. Im Osten ist es am stärksten. Also es sind halt Mühe, aber irgendwo im Osten unter euch. Exterminator-Grupp, um meine Position sammeln und wir sehen uns mal Richtung Unterwelt um. Ja, wenn ihr glaubt, sie könnt sie finden.
Und dann würde ich aus seiner Position sammeln. Ja, ihr sammelt euch und während ihr das tut, könnt ihr natürlich auch in Richtung Osten fahren. Wollt ihr auch nach unten fahren, eine Brücke nach unten nehmen, in den Unterhalf? Ja, das ist dann der Plan. Sobald wir wieder zusammen sind, gehen wir nach unten. Gut. Ja, dann könnt ihr euch aufmachen, verliert selbstverständlich das Sonnenlicht. Das ist sowieso zwischen den hohen Türmen fast Mangelware gewesen. Jetzt ist es ganz weg. So dass ihr nur noch tropfende, feuchte Luft um euch herum wahrnehmen könnt. Noch mehr Maschinen. Es riecht noch mehr nach gebrannten Erzen. Ihr könnt eine ganze Menge an Servitoren sehen, die herumfahren und versuchen, den Rest des Lebens irgendwie zu simulieren. Also gerade hier unten wird es sehr nach Schmiede riechen. Und ihr seid sicherlich über die Brücken weiter nach unten einen ganzen Kilometer gefahren. Mit euren Bikes ist das ja auch gar nicht so schwierig, solange ihr immer dann auf diesen Brücken nach unten oder nach oben bleibt. Und dann wird das Signal stärker. Es kommt aber eine andere Nachricht rein, die nicht auf der White Scars bzw. auf der Astartes-Frequenz liegt. Dies ist eine Nachricht an die Bevölkerung des Imperiums und den ehrenhaften Imperator. Wir bieten euch Frieden, falls ihr euch entschließt, euch uns anzuschließen. Oder Krieg, wenn ihr diesen bevorzugt. Wir erwarten eure Antwort, da wir in eurem Volk eine Rasse voller Mut und Ehre erkennen. Dies ist eine Nachricht an die Bevölkerung des Imperiums und den ehrenhaften Imperator. Ich sperre diese Frequenz aus meiner Servorüstung aus. Brüder, das ist Taupropaganda. Sperrt euch dagegen. Sollten wir die Quelle nicht ausschalten? Ich wollte gerade fragen, aber da wir nichts. Ich kann sie nicht mal zuordnen, von wo sie gekommen ist. Geil, das ist ein guter Vorschlag, ja. Du hast recht. Aber. Naja. Wir sind nicht so gut im Quellen ausmachen, Funkquellen. Eins nach dem anderen. Ja, wir sollten uns erst nach den bewaffneten Heretikern umschauen. Wie sieht es denn jetzt aus hier mit unserer Rettungsaktion? Ist das Signal jetzt so deutlich, dass wir auch mal genaue Koordinaten kriegen, oder ist das wieder unzureichend? Ihr dürft mir jetzt tatsächlich mal einen Wurf auf Spurenlesen geben. Weniger auf Sicherheit und Techgebrauch, den habt ihr ja sowieso nicht. Aber gebt mir mal einen Wurf auf Spurenlesen. Ja, sehr gerne. Da bin ich leider nicht gut genug. Spuren lesen nur irgendwas Besonderes oder einfach nur standardmäßiges? Erstmal standardmäßig, genau. Was ist tatsächlich interessant, ob mit oder ohne Nase und Augen. Ja, ich überlege gerade, deine Nase wird einfach durch diese Schmiededämpfe hier unten so ein bisschen wieder verwirrt. Das ist sehr, sehr stark. Da kannst du wenig ausblenden. Aber Cry wird etwas finden. Und zwar zunächst Spuren von Blut und dann könnt ihr wieder eine ganze Menge von Zivilisten erkennen, die hier auch neben Servitoren niedergeschlachtet worden sind. Reifenabdrücke. Also hier unten war jemand mit Reifen, mit Bikes. Folgt mir, ich habe eine Spur gefunden. Wenn Sicht wichtig ist, dann kannst du auch einen Bonus von bis zu plus 20 geben. Ja, das war ja die Frage bei mir gerade mal. Gegen Heightened Senses und der Power Armor. Also fern wir ein Hemd tragen. Ja. Ihr könnt dann jetzt, wo ihr auch so etwas wie eine Spur habt, die dann selbstverständlich auch, relativ groß ist. Also tote Zivilisten, tote Servitoren, Blut und dann auch Reifenspuren sind nicht zu übersehen. Und so könnt ihr dann den Spuren der White Stars folgen. Ihr meint, das sind mindestens 5 Bikes, die hier vor euch lang gefahren sind. Und das ist schon einige Zeit her. Ihr habt ein bisschen Zeit verloren durch die Unterhaltung und so, aber die White Stars sind sowieso schneller in allem, was sie tun. Also sicherlich eine Stunde oder so her, dass die hier waren. Diese Zivilisten, sind die alle unbewaffnet? Die sind unbewaffnet, ja. Das sind, also die haben sowas wie Hämmer, aber das ist jetzt keine Waffe, die einem Space Marine irgendwie gefährlich werden kann. Keine Lasergewehre. Das sind Zivilisten. Nicht schön, aber lass uns der Spur folgen. Sie sind definitiv im Blutrausch. Aber wenn sie unsere Hilfe brauchen, müssen wir ihnen jetzt schnellst hinterher. Obwohl wir schon relativ weit hinten von der Zeit sind, aber so.
Das Signal kam ja immerhin noch an. Jedes Mal, wenn ein Astartes sterben muss, weint der Imperator eine Träne. Und das müssen wir verhindern, Brüder. Ja, ihr folgt der Spur mit all dem, was ihr aufzubieten habt. Immer tiefer in den Kern. Ihr seid auch so ein bisschen wieder zurück in die Mitte gefahren, also die Richtung nach Osten, was ihr euch eigentlich vorgenommen hattet. Ist dann wohl auch nicht mehr so die Richtung. Es geht wieder zurück ins Innere und vor allem noch in die Tiefe. Ihr wisst nicht genau, wie tief diese Stadt ist, aber ihr wisst auf alle Fälle, dass am unteren Boden dann die Tiamats warten, dort das geborgene Erz dann loszuwerden. Und dann könnt ihr plötzlich wieder einen Funkspruch hören. Hier ist Captain Akutai. Wir brauchen Hilfe. Kann uns jemand hören? Positiv. Die Brüder der Deathwatch. Ihr seid uns willkommen. Wir wurden in einen Hinterhalt gelockt. Wo seid ihr? Unsere Positionsmarkierungen. Folgt uns so schnell wie möglich. Verstanden. Wir sind unterwegs. Ja, die Spur, die ihr verfolgt, ist wohl auch kovalent. Mit der Position, die der Kapitän der Kreuzgas euch gegeben hat. Und so also könnt ihr weiter seinen Spuren der Vernichtung und der Zerstörung folgen. Wie weit ist es denn ungefähr, die Koordinate, die er uns gegeben hat? 2 Kilometer. Ja, das machen wir. Lass uns etwas schneller reisen. Meine Brüder, ich werde parallel zu uns, zu euch, einen eigenen Weg finden, um nicht in dieselbe Falle zu geraten wie die White Scars. Nee, vernünftig. Der Rest von uns sollte schnell vorrücken und Unterstützungsfeuer geben. Ich werde sehen, dass ich, was auch immer unsere Brüder dort bedrängt, in der Flanke erwische. Gute ich würde Jagd. Vorschlagen, wir trennen uns erst kurz, bevor wir unsere Brüder getroffen haben. Das ist bei 2 Kilometer Entfernung ziemlich genau jetzt. Ja, lass uns noch 1 Kilometer zusammenfahren und dann, okay? Akzeptabel. Während ihr einen ganzen Kilometer auf die Szenerie zufahrt, immer begleitet von den gestorbenen Zivilisten, also das passt tatsächlich exakt auf das Werk, was auch immer sie da dort eingeholt hat oder warum auch immer diesen Weg genommen haben, direkt in die Tiefe hinein, wisst ihr nicht genau, da könnt ihr ein unglaubliches Kreischen hören. Und plötzlich durchfluten auch hier unten die Gässchen, wird von Licht durchflutet und von Hitze. Und es gibt weiteres Kreischen, eure Helme schalten kurz diesen Modus einmal aus, dass ihr erstmal gar nichts empfangt. Und der Space Marine ohne Helm, Tordal, wird brutalste Schmerzen in den Ohren haben, kreischendes Metall. Du bekommst 1W5 Schadenspunkte. Beziehungsweise all diejenigen, die keinen Helm gerade tragen, die von diesen Autosinn dann abgeschirmt werden. Und dann stinkt es nicht mehr nur nach Eisen und geschmolzenen Erzen, sondern nach Ozon. Laserbeschuss. Der W5 Schaden ist direkt rein Schaden, ohne irgendwie runter Widerstand oder so. Genau, das ist Widerstand wird da nicht zum Tragen kommen, weil deine Ohren die haben da keinen Widerstand mehr. Weil deine Ohren fangen dann eben auch dementsprechend an zu bluten. Und hältst du dann deine Panzerhandschuhe auf die Ohren und versuchst das Klingeln dann wieder rauszubekommen. Wir sind jetzt noch 1 Kilometer entfernt, ne? Ja. Dann lass uns mal unsere Truppe teilen. Ich würde sagen, einen Nahkämpfer und einen Fernkämpfer immer zusammen. Eine fährt westlich von unserem Weg, so ein Schlenker, und eine östlich von unserem Weg. Krei, fahren wir beide Osten? Ohne Bike. Ja, okay, gut. Dann stellen wir das Bike ab und aber dann musst du ein bisschen auf mich warten, ne? Ich kann nur joggen. Kennst du die erste Regel des Infiltrierens?
Ja, leise laufen. Es muss nur einer laut sein. Während ihr die Bikes abgestellt habt, an der Position, wo ihr die auch später wiederfindet, da spürt ihr wohl jetzt auch, wie sich die gesamte Stadt zu neigen beginnt. Scheiße, beeilt euch. Und Krai würde sein Jetpack zünden. Haha, so von wegen leise. Ja, dann kann ich auch mein Bike benutzen, Bruder. Ja, bei den Lautstärken hier ist es, glaube ich, das Jetpack ziemlich egal. Ja, dann gehe ich mal wieder 3 Schritte zurück und nehme mein Bike und fahre voll Kanne hinterher. Und dann würde Krai aber auch ziemlich sicher die Schatten suchen und ebenso leise und so ungesehen wie möglich und gleichzeitig so schnell wie es geht zu dem Zielort gelangen. Was tun derweil die anderen? Tordal und Wilhelm? Ich möchte eine Ablenkung sein. Also ich möchte im Prinzip, kennen wir denn schon, wo sich der Feind jetzt schon bekriegt oder noch nicht? Ja, also ihr habt, wie gesagt, noch einen Kilometer zu der Position, die euch Akutai gesagt hat. Okay. Ich würde nochmal gerne versuchen, ob Akutai noch auf der Frequenz ist, mit der er gerade versucht hat, zu uns kontaktieren, um Informationen zu bekommen vom Feind. Akutai hört. Was wollt ihr? Wir sind auf dem Weg. Könnt ihr uns etwas sagen, was euch angreift? Wir hören seltsame Geräusche von eurer Richtung, die ziemlich schmerzhaft sind. Das haben wir auch gehört, aber das kam nicht von uns. Wir schießen gegen unbekannte Feinde, Menschen. Vor allem mit diesen Gewehren, der Tau. Putzwaffen. Okay. Wir sind sofort da. Wir sind gut 1 Kilometer von euch entfernt. Dieses Geräusch kam nicht von uns. Wisst ihr, was es war? Der Boden bewegt sich. Das ganze Ding bewegt sich hier neuerdings. Die Höllenmark zerbricht. Sie zersägen ihren eigenen Hals mit den Tiamats. Bald euch, dass ihr hier rauskommt. Wir müssen ihnen eine Bresche schlagen, Brüder. Wir werden mit der vollen Macht des Imperators zuschlagen und euch befreien. Das werden wir auch tun. Währenddessen gibt es ein weiteres gleichklingendes Geräusch. Also genau das gleiche Geräusch, nur viel weiter entfernt. Und dann ein drittes. Ich versuche mal, den Watch-Captain oder die Inquisitorin zu erreichen über die Deathwatch-Frequenz. Du erreichst keinen. Na, wir sind wahrscheinlich zu weit unter der Erde, ne? Na gut, lasst uns erstmal hier die White Skulls raushauen. Ich habe übrigens den Helm mir wieder angezogen. Als ich hörte, dass das zweite Mal dieses Geräusch anfing, habe ich mir dann schon den Helm wieder angezogen und versiegelt. Weil es bringt mir nichts, wenn ich hinterher ganz taub bin. Ja, also die Autosinne dieses Mal haben wohl auch nicht verrückt gespielt. Das würde dann auch beim zweiten Mal dieses Mal keinen Schaden geben. Aber du weißt ja nicht genau, was auch immer da explodiert und wie weit es beim nächsten Mal entfernt ist. Also wenn es halt näher kommt, hast du ein großes Problem. Ja, deswegen... Ein gutes Gehör will ich mir nicht zerstören und zieh mir halt den Helm wieder an und versiegel den auch. Sehr gut. Schalte halt meine Sensoren wieder auf. Und die Anzug. Ja, ich empfehle euch, Brüder, die Empfindlichkeit eurer Helmsysteme um 20% zu reduzieren. Aus Sicherheitsgründen. Positiv. Ich mach das natürlich auch. Ja, und während ihr den weiteren Kilometer in Richtung der Stelle unterwegs seid, da ihr habt euch aufgeteilt, ne? Krai und Octavius Osten, ja. Tordal Wilhelm Westen. Okay, Osten und Westen, dann bekomme ich bitte einen W2.